Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Markus. Heute mit einer Review der besonderen Art. Ich möchte euch mit dieser Review nämlich zeigen, wie man Brettspiele oder Gesellschaftsspiele auch mit anderen Lebensbereichen verbinden kann. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich Gymnasiallehrer bin und in diesem Zusammenhang habe ich in den letzten 2 Jahren, also in diesem diesjährigen Abiturjahrgang 2015, 2017, ein P-Seminar für die Oberstufe angeboten. Es ging dabei um die Konzeption und die Entwicklung und die Produktion eines Gesellschaftsspiels mit chemischem Lerncharakter. Das heißt, es ging darum, nicht nur ein Spiel zu produzieren, sondern es sollte Wissen vermitteln, und zwar in diesem Fall jetzt chemisches Wissen, okay, Chemielehrer. Und das Ganze lag aber, die ganze Konzeption, die Planung und alles drum und dran lag in den Händen meiner Abiturienten. Und ich möchte euch hier an dieser Stelle und auch nochmal für den Kurs natürlich das Spiel vorstellen. Das Spiel lautet Chemical Compound. Es ist ein Karten- oder ein Set-Collection-Spiel, wenn wir so wollen, geworden an dieser Stelle. Es geht prinzipiell darum, dass ich verschiedene chemische Verbindungen nachbaue in meinem Labor und am Ende möglichst viele Aufgaben, die ich durch Aufgabenkarten erhalte, in Punkte umwandle und zum Spielende die meisten Punkte an dieser Stelle vor mir liegen habe. Ich möchte mir jetzt mit euch das Spiel etwas genauer anschauen, einen Blick auf das Spielmaterial werfen, was wirklich toll gestaltet wurde, und möchte schlussendlich noch ein paar Aussagen dazu treffen, inwiefern das Ziel umgesetzt wurde, nämlich dass ein wissenschaftlicher Lerncharakter in einem Gesellschaftsspiel verwirklicht wurde. Hier seht ihr nun alle Materialien, die vom P-Seminar entwickelt wurden und dann im endgültigen Spiel gelandet sind. Da haben wir einerseits die Spielanleitung, die auf eine DIN-A4-Seite gepasst hat, was natürlich sehr erfreulich ist, weil das Spiel dadurch einfach zu erlernen ist und eben die Regeln schnell nachzuschlagen sind. Wir haben die Spielverpackung, auch die Grafik für das Spiel wurde eigenständig vom Seminar entworfen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich das Kernstück des Spiels. Ich habe in der Einleitung schon mal gesagt, das ist ein Set-Sammelspiel und es ist ein Kartenspiel. Das heißt, hier haben wir die Spielkarten, die das Spiel eben ausmachen. Wie läuft das Spiel jetzt insgesamt ab? Wir haben prinzipiell 2 Kartentypen. Wir haben einmal die, ich nenne es jetzt mal Ressourcenkarten. Die bestehen aus den Elementen, aus chemischen Elementen bzw. Atomen. Ich zeige euch hier mal einfach ein paar der Bilder. Hier haben wir zum Beispiel das... das O für den Sauerstoff, die Hände zeigen hier die Bindigkeit, also die Möglichkeit zur Bildung von Atombindungen an. Das Spiel enthält zum Beispiel, wie gesagt, den Sauerstoff, hier ist es sortiert an dieser Stelle, den Kohlenstoff, den Stickstoff, nochmal Kohlenstoff, das Chlor, in unterschiedlicher Anzahl auch. Das heißt, manche Elemente bzw. Atome sind schwerer zu erhalten, Schwefel, Wasserstoff und so weiter, in diesem Nachziehstapel. Und zusätzlich werden zu diesen Elementkarten auch noch Sonderkarten wie der Katalysator oder der Indikator gemischt. Das heißt, ich habe dann noch die Möglichkeit, einige Sonderkarten im Laufe des Spiels zu spielen. Die zweite Sorte an Karten sind die Missionskarten. Diese Missionskarten bestehen immer aus einem kleinen Infotext. In dem Fall soll das die Aminosäure Alanin hergestellt werden. Und dann ist die Aufgabe formuliert. Das bedeutet, welche Atome, heißt, welche Atomkarten, Elementkarten müssen die Spieler sammeln, um die Punktzahl, die in der unteren Ecke angegeben ist, zu erwirtschaften. In diesem Fall zum Beispiel wird der Kohlenstoff zur Verfügung gestellt, heißt, die Spieler brauchen eben Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, um das die chemische Verbindung, also in diesem Fall das Molekül, nachzubauen. Ja, diese Karten gibt es in 3 verschiedenen Typen. Es gibt einmal das Ganze in 6 Punkten, es gibt das Ganze in 4 Punkten und es gibt das Ganze in 2 Punkten. Zu Beginn des Spiels werden diese Stapel nach Punkten sortiert gemischt und als verdeckte Stapel griffbereit gelegt. Ihr seht hier ein kleines Manko des Spiels, das allerdings einfach aufgrund der Beschränkungen entstanden ist. Und zwar, um Kosten zu sparen, sind die Rückseiten des Spiels nicht bedruckt, was an sich kein großes Problem darstellt. Einzig und allein hier wäre es natürlich schön gewesen, wenn die Rückseiten einem verraten würden, wie viele Punkte hinter den Missionen stecken. Das heißt, ich muss ja im Spiel wissen, was es 2, 4 und 6 Punkte wert. Klar, ich kann es einfach aufsteigen, sortieren, aber das wäre noch ein kleiner Bonus gewesen, wenn das möglich gewesen wäre. Aber ich verstehe voll und ganz, dass natürlich das deutlich weitere Kosten produziert hätte, wenn auch die Kartenrückseiten eben bedruckt hätten werden müssen. Ja, zu Beginn des Spiels werden die Missionen ausgelegt, deshalb hätten wir jetzt schon gemacht.
Die restlichen, ich nenne sie jetzt Ressourcenkarten, werden ebenfalls gemischt und beiseite gelegt. Jeder Spieler erhält von diesem Stapel 4 Karten und es werden außerdem die obersten 4 als allgemeine Nachziehmöglichkeit ausgelegt. Jetzt haben wir hier nur Stickstoff. Ich könnte das aber natürlich auch austauschen, hier zum Beispiel gegen Schwefel oder gegen Wasserstoff. So. Das ist die Grundstruktur, wie das Spiel beginnt. Ist ein Spieler an der Reihe, führt er immer die folgenden 3 Aktionen durch. Als erstes würfelt er mit einem Würfel bestimmt einen kleinen Bonus, den er für diese Runde bekommt. Je nach Würfelzahl sagt uns die Anleitung, welcher Bonus das ist. Das kann sein, dass er extra Ressourcenkarten in diesem Zug ziehen darf. Es kann sein, dass er die Möglichkeit auf einen Handel mit einem Mitspieler bekommt. Es kann sein, dass er Missionskarten, die er aktuell nicht mehr braucht, gegen andere gleichwertige Missionskarten austauschen darf. Nachdem das erfolgt ist, hat der Spieler die Wahl aus 2 möglichen Aktionen. Entweder er zieht 2 Karten aus dem Element Sonderkartenstapel, entweder aus der Auslage, die werden sofort nachgefüllt, von oben vom verdeckten Stapel, oder er nimmt sie von oben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich brauche weder Stickstoff, Schwefel noch Wasserstoff, ich bräuchte jetzt unbedingt einen Sauerstoff, dann kann ich auch mein Glück versuchen und kann an dieser Stelle von oben ziehen. Alternativ kann ich eine neue Missionskarte ziehen, entweder weil ich mehr Missionen erfüllen möchte oder weil ich das Spiel schneller zum Ende bringen möchte, weil ich denke, ich liege gerade vorne. Da komme ich aber gleich noch beim Spielende drauf. Und zu guter Letzt darf ich aus meinen Handkarten bis zu 3 solcher Ressourcenkarten, also primär Elemente, manchmal Sonderkarten, ausspielen. Elemente landen in meinem allgemeinen Auslagefeld, welches im Spiel das Labor genannt wird. Sind hier genug Elemente vorhanden, um eine Missionskarte zu erfüllen, so kann ich sie spielen und kann die Punkte eben für mich einstreichen. Spiele ich Sonderkarten wie den Indikator oder den Katalysator, dann erlauben sie mir extra Effekte, die ebenfalls in der Anleitung vermerkt sind, wie das Ziehen neuer Karten oder das Stehlen von Karten von der Hand der Mitspieler. Das Spiel läuft so lange, bis am Ende 2 dieser 3 Missionsstapel aufgebraucht sind. Dann endet das Spiel und der Spieler, der am erfolgreichsten Moleküle gebaut hat und damit die meisten Punkte erwirtschaftet hat, gewinnt das Spiel. Ich denke, damit habt ihr einen schönen Überblick über die Materialien und die Spielregeln, die das Spiel ausmachen, bekommen. Ich möchte direkt sagen, dass ich die Entwicklung und alles wunderbar mitverfolgen konnte und am Ende sehr zufrieden war mit dem Produkt, das jetzt an dieser Stelle vor mir liegt. Ich weiß, dass es ziemlich viel Arbeit ist, ein Brettspiel selbst zu entwickeln. Ich habe mich öfter mal selber dran gesetzt, aber bin häufig nicht wirklich über die Konzeptionsphase hinausgekommen, weil es natürlich viel Arbeit erfordert. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man hier sich sozusagen hier das P-Seminar in einem Jahr neben dem ganzen anderen, was natürlich zum Abi machen mit dazugehört in der Oberstufe, sich die Zeit genommen hat und das Ganze hier konzipiert, geplant, entworfen, getestet hat, dann ist es wirklich bewundernswert, was hier rausgekommen ist. Natürlich werdet ihr jetzt sagen, ja, das ist jetzt, ich kann das Spiel jetzt nicht vergleichen mit einem anderen kommerziell produzierten Spiel. Und das stimmt natürlich, das ist in geringer Stückzahl produziert und musste an manchen Stellen ein paar Abstriche machen, wie zum Beispiel die Kartenrückseiten, weil es ja von dem Kostenfaktor einfach schwierig gewesen wäre, die beidseitig zu bedrucken. Aber wenn man all diese Aspekte mit einfließen lässt, was es heißt, dass ich sozusagen in so einem P-Seminar das Ganze entwickle, ist es wirklich gut gelungen und hat die Anforderungen, die ich an das Spiel hatte, wirklich voll und ganz erfüllt. In dem Fall, ich hoffe, ihr habt gesehen, was möglich ist, wie man tatsächlich so Gesellschaftsspiele auch verbinden kann mit anderen Lebensbereichen, dass man wirklich mal das Ganze als Wissensvermittlung nutzt und das abseits von reinen Trivia-Games. Gleichzeitig möchte ich mich nochmal beim P-Seminar für das tolle, oder für die tollen 2 Jahre waren es ja insgesamt, bedanken. Es war eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls eine schöne Zeit und konntet einiges mitnehmen für euer späteres Leben. Muss ja nicht unbedingt im Bereich der Brettspiele sein, aber einfach im Bereich der Teambildung, der Planung von Projekten. Und ich denke, ihr könnt auf jeden Fall stolz darauf sein, dass ihr so etwas an dieser Stelle neben all dem anderen Stress, den ihr sicherlich hattet, entwerfen konntet.